Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für Maria. Maria ist natürlich nicht der richtige Name, aber ich möchte gerne diese Beratungsvideos anonym behandeln. Ich beschreibe kurz Marias Situation. Maria ist oder war seit 2 Jahren mit einem Mann zusammen. Sie selbst beschreibt diese Bindung als Zwillingsflamme. Vor kurzem, im Sommermonaten, ist er zurückgezogen. Und Maria weiß nicht, wo sie dran ist. Es gab keine Trennung, auch keine Aussprache und Maria hofft, dass er kommt und möchte auch wissen, ob er vielleicht jemand hat. Sie weiß nicht, wo sie dran ist. Und das sind die Unklarheiten. Und diese Unklarheiten gab es auch früher, weil das war immer ein Hin und Her. Schöne Momente und Geschenke, aber immer wieder diese Rückzüge. Vor kurzem hat Maria einen neuen Mann kennengelernt und sie hat sich auch verliebt. Aber sie hat Angst. Angst, ob sie diesem neuen Mann vertrauen kann. Angst, ausgenützt zu werden. Angst, alleine zu sein. Dann kommen die Unklarheiten dazu. Was ist dann, wenn die Ex wieder da ist? Und das sind die Fragen. Und diese Fragen möchte ich beantworten. Ich beantworte das über die Karten. Ich lege immer grundsätzlich die große Kartenblatt aus, auch wenn es um eine kurze Frage handelt. Liebe Maria, als erstes möchte ich mich bedanken für dein Anvertrauen und ich hoffe, ich darf mir erlauben, dir du zu sagen und ich deute diese Kartenblatt. Du bist gerade in einer Wandlung, eine Veränderung in dein Leben. Du verabschiedest von etwas. Und diesmal triffst du die Entscheidungen. Wenn du das nicht machst, sondern gibst für deinen Ex-Partner noch eine Chance, dann wird Folgendes passieren. Im halben Jahr wird er jemand kennenlernen. Und wenn die neue da ist in sein Leben, dann wird mit dir die Beziehung so oder so beenden. Und dann bist du am Tränen. Und diesmal triffst du die Entscheidungen. Und die Vergangenheit war für dich eine Lernaufgabe und jetzt trägt das Früchte, weil hast der neue Mann schon. Und dieser neue Mann liebt dich und dieser neue Mann kannst vertrauen. Und es trägt jetzt Früchte und du wirst die Vergangenheit abschließen. Du bezeichnest deine Beziehung oder deine Ex-Beziehung als Zwillingsflamme. Und ich sage dir, diese Zwillingsflamme geht in die Flamme auf, weil du beendest diese Hin und Her und diese Unklarheiten und du bist frei. Und der neue Mann ist schon da. Und mein Fachbegriff dafür ist, das ist die Komplementärseele. Und es kommt von Latein, vom Complementum, was bedeutet Erfüllung, Ergänzung. Und genau das bietet dir dieser neue Mann an. Das bedeutet, du hast die neue Liebe. Du kannst dieser neue Liebe vertrauen. Und die gibt dir die Klarheit, die Sicherheit, die Stabilität, die Liebe, die Wärme, all das, was du brauchst. Und du brauchst von dieser neuen Bindung keine Angst zu haben, sondern das befreit dich auch, weil ihr
ergänzt euch. Und das ist das glückliche Partnerschaft. Und dieser Hin und Her hat keinen Platz in dein Leben. Das wirst du beenden, loslassen. Die Entscheidung liegt in deinen Händen. Ich kann nur beschreiben über die Karten die Situation. Wenn du diese Entscheidung nicht treffen möchtest, du bist frei. Du kannst auch dein Ex zurücknehmen. Aber meine Karten sagen klar und deutlich, im halben Jahr trennt er von dir, weil bei ihm kommt auch eine neue Frau. Das heißt, mit anderen Worten, nützt die Chancen, dein Leben glücklich zu sein. Und genießt die Zeit mit deiner neuen Liebe. Was ich noch von Karten erkennen kann, es kommt Geld im Haus, da hast du auch Glück. Nächstes Jahr im Frühling ändert sich etwas in deiner beruflichen Situation. Das sehe ich auch schön und angenehm. Übernächstes Jahr machst du eine Reise mit deinem Partner und auf diesem Reise begegnest du mit einer Frau und da entsteht eine vertraute, schöne Freundschaft und ihr werdet euch auch ergänzen. Dein Leben ist in Wandlung und da kommt das Glück, die Sicherheit und Stabilität und genieße diese Liebe mit dem neuen Mann. Und versuche, die Ex-Beziehung verabschieden, loslassen. Er wird nochmal bei dir melden. Er spürt auch, dass du neu orientierst. Aber es ist besser, wenn du die Entscheidung triffst und es beendest. Er hat es ausgelöst und du beendest es. Und dein Zwillingsflamme geht in Flammen auf. Liebe Maria, ich hoffe, ich könnte ein bisschen Klarheit bringen in deine Situation. Und ich betone noch einmal, die Entscheidung liegt allein in deinen Händen. Ich habe die Möglichkeiten beschrieben und ich wünsche dir alles Gute mit deiner neuen Liebe. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.